Das ist der Störtebeker-Turm in Marienhafe in Ostfriesland. Marienhafe, heute im Leibuchtpolder im Binnenland gelegen, lag einst an der Bucht gleichen Namens an der Leibucht und war von See aus erreichbar. Zuflucht bot Marienhafe im Mittelalter den Piraten Klaus Störtebeker und Götege Michels, den sogenannten Vitalienbrüdern. Es geht die Sage, dass sie ihre geraubten Schätze im Turm der Kirche St. Marien aufbewahrt haben sollen. Nun gut, nicht alles, was die Sage so verkündet, mag auch wirklich wahr sein, aber auf jeden Fall ist Marienhafe durch seine Verbindung mit dem Piraten Störtebeker ein sehenswerter Ort in Ostfriesland. Die Bronzeplastik auf dem Kirchvorplatz schuf übrigens Kalu Böke, ein bekannter ostfriesischer Bildhauer. Begeben wir uns auf einen kleinen Streifzug rund um den Störtebeker-Turm. Mit dem Namen des berühmten Piraten lassen sich natürlich auch gute Geschäfte machen. So nennt sich auch diese Teestube nach Störtebeker. Thank you.
auf ein Wiedersehen in Marienhafe und mit Klaus Störtebeker, dem Piraten.